Willkommen zurück. Mein Name ist Marius Ebert. Es geht nach wie vor um den Betriebswirt bzw. die Betriebswirtin IHK. Und hier, Sie erinnern sich, wir haben einen ersten Prüfungsteil, wir haben einen zweiten Prüfungsteil und wir haben einen dritten Prüfungsteil. Und um diesen dritten Prüfungsteil kümmern wir uns gerade. In diesem dritten Prüfungsteil geht es um das Schreiben einer Projektarbeit und um das sogenannte Fachgespräch. Wenn Sie jetzt sagen, was ist denn im ersten und zweiten Prüfungsteil los, dann schauen Sie auf die anderen Teile dieser Videoserie. Betriebswirt IHK, wie schwer ist das? Teil 1 bis, ich glaube, jetzt sind wir bei Teil 6 mittlerweile. Hier in diesem Video-Coaching, nein, nicht im Coaching, sondern in diesem Video, geht es um die Projektarbeit. Video-Coachings haben wir zu diesem Gebiet. Ja, also wie schreibe ich erfolgreich eine gute Projektarbeit? Dafür gibt es bei mir Video-Coachings. Aber das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht sagen, sondern ich wollte sagen, was wird verlangt? Wie schwer ist das? Schaffe ich das? Welche Fähigkeiten sind verlangt? Also, Projektarbeit ist das Thema dieses Videos. Betriebswirt IHK, Projektarbeit, darum geht es. So, was ist also die Projektarbeit? Es heißt Projektarbeit, es heißt nicht Diplomarbeit oder Facharbeit. Also wichtig ist zunächst mal dieses Wort Projekt. Und das bedeutet, dass erwartet wird eine Arbeit von circa 25 Seiten. Bitte klammern Sie sich nicht an diese Zahl, sondern Sie müssen Ihr Thema natürlich umfassend behandeln. Und wenn Sie auf 22 Seiten alle Türen zugemacht haben, die Sie vorher aufgemacht haben, dann ist das eine gute Arbeit. Also das ist nur eine Richtgröße hier mit den circa 25 Seiten. Und das Wort Projekt sagt es ganz klar, es ist eine praxisbezogene Arbeit. Und die meisten Kammern gehen folgendermaßen vor. Sie machen dem Prüfungsausschuss zwei Themen Vorschläge. Und von diesen zwei Themen Vorschlägen, also T1, Thema 1 und Thema 2, wird dann eines ausgewählt. Vielleicht gibt es eine gewisse Tendenz dazu, das Thema 1 zu wählen, aber das kann ich Ihnen nicht versprechen. Ja, zwei Themenvorschläge, Thema 1 und Thema 2, so halten es die meisten Ausschüsse. Es gibt auch Ausschüsse, wo sie nur ein Thema einreichen, was dann natürlich gewählt wird. So, und damit sind wir bei der Frage, wie schwer ist das? Kann ich das? Was wird da von mir verlangt? Und das erste Problem, das auftaucht, ist ein Thema. Was könnte denn mein Thema sein? Und eins wissen wir schon, das Thema muss aus der Praxis kommen. Und hier gibt es nun mehrere Möglichkeiten. Und die erste Möglichkeit, und das ist die Möglichkeit, die die allermeisten Menschen wählen, ist das eigene Unternehmen. Man unterstellt ja in der Regel, dass sie sich in einer Festanstellung befinden. Und in diesem eigenen Unternehmen, in der Abteilung und in dem Projekt, in dem Sie arbeiten, in Ihrem eigenen Unternehmen, gibt es mit Sicherheit irgendwelche Probleme, aus denen sich ein solches Thema ableiten lässt. Wenn Sie selbstständig sind, dann nehmen Sie eventuell auch das eigene Unternehmen. Ja, das bietet sich geradezu an. Es kann aber auch sein, die Situation eines Freundes oder einer Freundin. Wenn Sie eine Freundin haben, die möchte gern ein Kosmetikstudio aufmachen, dann könnte da ein Thema für Sie drinstecken. Ja, Konzept für ein oder Marketingkonzept für ein Kosmetikstudio zum Beispiel könnte dann das Thema lauten. Und das ist der Ausnahmefall, den ich in 12 Jahren Mitgliedschaft in diversen Ausschüssen bei der Kammer nie erlebt habe, Sie bekommen ein Thema zugeteilt. Wenn Sie sich hartnäckig weigern, ein Thema einzureichen, bekommen Sie ein Thema zugeteilt. Achtung, hier gibt es eine mir bekannte Ausnahme, nämlich die IHK Düsseldorf, die sowieso die Themen
zuteilt, ja, wenn das noch gilt, was ich jetzt gerade sage, das weiß ich nicht, ja, also wenn das noch gilt, dann können Sie für die IHK Düsseldorf das vergessen, was ich gerade gesagt habe, nämlich, dass Sie zwei Themen einreichen müssen. Dort müssen Sie gar nichts einreichen, sondern dort bekommen Sie sowieso ein Thema zugeteilt. Bei allen anderen Kammern, die mir bekannt sind, ist das hier die große Ausnahme. Ich habe in den ganzen Jahren das kein einziges Mal erlebt, dass das jemand darauf hat ankommen lassen, sondern alle haben schön zwei Themenvorschläge eingereicht. Die allermeisten, ich würde mal sagen 95% so gefühlt, aus ihrem eigenen Unternehmen als unselbstständig Beschäftigte eine praktische Situation. So, was kann dieses Thema sein? Ist immer noch unsere Frage. Und da haben wir im Prinzip acht Bereiche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Bereiche. Das sind nämlich die acht Fächer. Wir haben gesehen, sieben schriftliche, eins mündlich, nämlich Personalmanagement. Aus all diesen acht Fächern, wenn Sie jetzt sagen, wie heißen diese acht Fächer, dann schauen Sie die vorherigen Teile dieses Videos. Also aus allen diesen acht Fächern, Marketing, Management zum Beispiel. Ja, oder hier im zweiten Prüfungsteil hatten wir Unternehmensführung. Und wir hatten Unternehmensorganisation und Projektmanagement. Wir hatten Rechnungswesen. Wir hatten finanzwirtschaftliche Steuerung, also Finanzen. Wir hatten Recht. Das habe ich allerdings noch nie erlebt, dass da jemand ein Thema gewählt hat. Ja, also das sind so diese Themen hier. Personalmanagement, so eins fehlt mir jetzt noch. Das sind also die Themen hier. Ach ja, internationale Wirtschaftsbeziehungen. Internationale WB, internationale Wirtschaftsbeziehungen. Das sind also die Bereiche, aus denen Sie, aus allen diesen Bereichen hier, können Sie ein Thema herleiten. Und es bietet sich natürlich an, wenn das Thema Projektarbeit heißt, hier im Bereich Projektmanagement zu schauen. Ja, was könnten die Probleme, ein Thema setzt immer ein bei Problemen. Ja, aus Problemen wird ein Thema. Ja, aus Problemen wird ein Thema. Und was könnte das sein? Das könnte sein mehr Umsatz. Ja, dann machen Sie ein Thema Marketingkonzept für. Es könnte sein schlechte Organisation. Ja, also bessere Organisation. Dann machen Sie ein Thema Umstrukturierung von. Ja, das sind so Sachen, die Sie machen können. Aber ich will jetzt hier nicht zu weit gehen, weil das ja jetzt kein Videocoaching sein soll zu diesem Thema, wie schreibe ich eine gute Projektarbeit. Das gibt es bei mir. Schauen Sie dazu in meinen Shop. Ganz kurz eben hier der Hinweis. Ja, Spaß, Lern, Denk. Sollten Sie eh kennen, diese Internetadresse. spaßlerndenk-shop.de. Und dann gehen Sie in der Menüleiste links auf hier zweiter Balken von oben Videos IHK-Lehrgänge und dann klicken Sie weiter zum Betriebswirt IHK und dann finden Sie dort entsprechend auch Coachings zum Thema Projektarbeit und zum Thema Fachgespräch. So, das aber nur am Rande, denn eigentlich geht es jetzt darum, kann ich das, wie schwer ist das? Also unser Thema ist Projektarbeit. Wir haben gesehen, zwei Themen muss man in der Regel einreichen. Was sind die Fähigkeiten, die hier jetzt geprüft werden? Das ist einmal die Sache der Selbstorganisation. Denn Sie haben 30 Tage Zeit. Ab Themenvergabe beginnt die Frist zu laufen. Sie haben 30 Tage Zeit, um ein solches Thema zu schreiben. Und das bedeutet, dass Sie Selbstorganisation bzw. Zeitmanagement betreiben müssen. Selbstorganisation und Zeitmanagement, das sind die Fähigkeiten. Dann mal wieder die Fähigkeit zur Strukturierung. Eine Projektarbeit wird geschrieben, wie alles geschrieben wird, nach dem Motto erst Struktur, dann Inhalt. Ja, also Sie sollten so ein bisschen eine Ahnung haben, wie so eine Struktur einer solchen Projektarbeit aussehen könnte. Ja, das beginnt immer mit einer Einleitung, Vorstellung des Unternehmens.
Ja, dann wird das Problem dargestellt, dann wird die Lösung dargestellt, dann ja und so weiter. Ne? Das ist also so eine Struktur und Sie merken schon, hier kommt es entscheidend darauf an, ob Sie gut betreut werden bei Ihrem Weiterbildungsträger. Bei uns gibt es das alles, bei uns gibt es diese Hilfen, diese Video-Coachings, auch die persönliche Betreuung, die gibt es. Allerdings gilt die Regel, dass Sie für Ihre Projektarbeit eine eidesstattliche Versicherung abgeben müssen, dass Sie die Arbeit selbst geschrieben haben. Ja, selbstverständlich können, sollen Sie die Arbeit mal von anderen Leuten lesen lassen. Allein schon wegen der Rechtschreibkorrektur, das sieht man ja meistens dann selber gar nicht mehr. Aber ein Betreuer darf natürlich nicht Ihre Arbeit schreiben, aber er kann Ihnen Hinweise geben, wie Sie schreiben sollen auf der Grundlage einer Gliederung. Ja, das ist der erste Schritt. Sie entwerfen zunächst mal so etwas wie eine Gliederung. Das ist genau diese Struktur. Und dann sprechen Sie mit Ihrem Betreuer. Also bei uns machen wir das so. Ja, sprechen Sie mit Ihrem Betreuer und dann geht das so seinen Gang und Sie schreiben Ihre Arbeit. Ja, es ist mit ein bisschen Unterstützung, auch wenn man zum Beispiel bei diesen Themen, auch das kriegen Sie bei uns, ja, wir haben ja gesehen, zunächst mal braucht man ein Thema beziehungsweise zwei Themenvorschläge. Da ist es natürlich ganz gut, wenn man mal sieht, was da andere schon mal geschrieben haben. Nicht, dass man diese Themen jetzt übernehmen soll, um Gottes Willen, aber man sieht, ja, wie vielfältig die Möglichkeiten sind und welche Themen man einreichen kann. Auch dafür haben wir natürlich Material, das wir Ihnen zeigen. Okay. Im Übrigen glaube ich, dass wer einen Fernlehrgang bucht, sich durch schöne Werbebilder hat täuschen lassen. Er muss nun unter dieser Täuschung leiden. Wollen Sie hingegen lernen ohne Leiden, dann klicken Sie einfach auf den Link unter diesem Video.